Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Heute live mit dem Typ 59 oder Type 59, je nachdem, wie man ihn nennen will, die fahrende Legende sozusagen. Und ja, dementsprechend ab und an muss sie gezeigt werden. Für mich, auch wieder meine ganz persönliche Meinung, nicht der beste Tier 8 Premium Panzer, mittlere. Klar, er hat ein verbessertes Matchmaking, das spricht auf jeden Fall für ihn. Und auch dann noch mit dem Durchschlag, nämlich mit 181 und 241, kann man auf jeden Fall definitiv was anfangen. Aber ich muss sagen, da finde ich den CDC, der kommt einfach besser in Tritt und dementsprechend liegt mir der CDC einfach ein bisschen besser. Klar, wenn es jetzt um die Panzerungswerte angeht, braucht man nicht drüber reden. Da ist der Type 59 auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller und besser. Mit was fahre ich ihn? Mit dem Richtantrieb, mit dem Ansetzer und mit dem Stabilisator. Ich habe hier eine Crew drinnen. Das ist meine T34-3 Crew ursprünglich gewesen und dementsprechend alle noch nicht so weit. Das heißt, da passiert noch hoffentlich in Bälde ein bisschen was. Aber nun genug von der noch hier stehenden Legende. Wir schauen ihn uns einfach jetzt mal live in Aktion an. Ja, da haben wir also ein Matchmaking, sind 8, 7 und 6, also sehr schön, sehr fein. Der Gegner hat viele Premiums da oben da drin. FCM, IS-6, Löwe, T34, CDC und unten kommt nochmal ein Skoda, der schließt das Ganze ab. Ja, das war schnell gesprochen, ich weiß. So, Westfield die Karte. Und da haben wir nochmal das gute Stück. Ich persönlich muss ja sagen, ich finde den CDC besser. Einfach weil er schneller in Tritt kommt, weil er einfach ein bisschen, ja, besser ist. Die Gun Depression gefällt mir auch besser. Klar, sie ist vom Type jetzt nicht schlecht. Aber sie ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, haut mich jetzt einfach um. Natürlich, von der Panzerung her, da braucht man nicht drüber reden. Da ist er wirklich super. Für einen mittleren Panzer kongenial. Los geht's. Aber trotzdem einfach nicht so, wo ich sage, der haut mich jetzt aus den Pantoffeln. Also, ich kann nur sagen, von mir ist er einer der wenigst gespielten Panzer. Und in Anbetracht dessen, was teilweise Leute für den ausgegeben haben, beziehungsweise bereit waren auszugeben, muss ich sagen, nicht so nachvollziehbar. Ansonsten, wer den Panzer nicht hat und ihn noch spielen will, den kann ich Armored Warfare nur empfehlen. Da gab es den ja einfach mal für jeden. Eine super lustige PR-Strategie, zu sagen, naja, wenn ihr bei Wargaming keinen bekommt, dann halt bei uns. Das war was, wo ich sag, Hammer gut. Also da muss man erstmal auch drauf kommen. So, da ist jetzt schon einiges. Oh, der KV-2 hat aber dem IS-3 gleich mal wieder dicke eine geben können. Wie gesagt, da hätte ich jetzt ehrlicherweise lieber einen Panzer, der mit bisschen mehr Gun Depression gesegnet ist. Oh. Ich bin offen. So, eine Arti ist hier am Start. Und übrigens, wenn ihr teilweise dieses Sound hört, dieses oder Flup, das ist Origin. Ich habe vergessen auszumachen und einer geht die ganze Zeit in Star Wars rein und raus. Tut mir sehr, sehr leid. Nein. Knapp da vorbei ist halt auch daneben. Oh, da sind alle meine Teammates tot. Das ist nicht so schön. Dann hau ich hier auch mal ab. Immer auch wichtig, die Minimap im Blick bei sowas zu haben. Weil ansonsten werdet ihr plötzlich von Gegnern von hinten überrascht. Wäre nicht das erste Mal, deswegen passe ich da jetzt auch ein bisschen besser auf. Der kommt nicht mehr auf mich drauf. Der ging voll durch ihre Panzerung. T50 muss ich jetzt wegmachen.
Oder er wird weggemacht. Jetzt muss ich hier so mal da wegfahren, dass das Haus weiterhin zwischen mir und Gegnern bleibt. Und ihr seht, der Hase macht sich aus dem Staub. Uiuiui, das hätte schlimmer ausgehen können. Ich dachte, ich wäre ein bisschen weiter links. Aber Gott sei Dank, alles gut gegangen. In einem kleinen Drift fahren wir hier die Hürde. Eigentlich eine schöne Einlage. Eigentlich müsste ich sagen, es war genauso geplant und der Schock, den war gespielt. So, und jetzt wieder hier hoch und dann seitlich den Jungs in die Flanke schießen. Ne, auf die komme ich nicht. Ich orientiere mich also wirklich nach vorne. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt muss man erst auf den T-34 gehen. Das gibt's doch auch nicht. Endlich. Jetzt kommt der Oni hier mit Gebrüll. Das heißt, Füße in die Hand und ab nach unten. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nummer 1. Und da ist er weg. So, jetzt nur noch der Löwe und der KV-2. Und auch wenn der Schaden in der Runde nicht der höchste war, aber sie war schön spannend. Es waren coole Aktionen dabei. Also von dem her konnte man doch da ein bisschen was erleben. Nee, den Gefallen mache ich dir nicht. Da will ich noch schon nochmal drauf schießen. Ja, der ist natürlich heidenschwer, der Schuss. Naja, gut. So, jetzt kannst du mir noch eine geben von mir aus. Oder ich gebe dir eine. Yes! 2 Kills, 1866 Schaden und ein schöner Klippensprung. Da war doch alles dabei. Und jetzt schauen wir mal, wichtig ist natürlich auch, was bringt er an Credits? Gut, dritter Klasse ist jetzt nicht so überragend. 1866 Schaden, auch da geht mehr. 950 XP war okay. Ich habe fast 1000 Schaden ermöglicht, 1866 bekanntermaßen gemacht. Und 68.000 gab es raus. Das ist doch absolut in Ordnung und ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit mir, dem Alcaramba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.